Kaum jemandem von Ihnen dürfte verborgen geblieben sein, welche Wellen das Thema Terrorismus im Laufe der letzten 3 Monate in Deutschland geschlagen hat. Auch Teile der österreichischen Presse sind schließlich davon mit erfasst worden. Es geht dabei jedoch nicht etwa um den Irak, wo seit mehreren Jahren beinahe täglich Dutzende von Menschen durch Anschläge ihr Leben verlieren. Es geht auch nicht um Afghanistan, wo die Taliban wieder so weit erstarkt sind, dass es auch dort zu Selbstmordattentaten kommt. Es geht um keines der Länder, die vom islamischen Terrorismus in Mitleidenschaft gezogen werden. Nicht um Indonesien, um Pakistan oder zuletzt Algerien, auch nicht um Spanien oder England. Es geht bei dieser kaum abklingenden öffentlichen Erregung um einen Terrorismus aus der Vergangenheit, einen, der inzwischen nicht weniger als 2 oder 3 Jahrzehnte zurückliegt und nach einhelliger Einschätzung der Sicherheitsbehörden keine Gefahr mehr darstellt. Während die vielen Toten im Irak kaum mehr als eine 5-Zeilen-Meldung wert sind, dominieren die Kontroversen um die Freilassung bzw. Begnadigung ehemaliger RAF-Häftlinge die Schlagzeilen. In Bagdad, Kirkuk oder Karbala starben an manchen Tagen mehr Menschen als in der gesamten 28 Jahre andauernden Zeit der RAF insgesamt. Doch das hat in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung ganz offensichtlich weniger Gewicht als die Erörterung des Für oder Wider eines Begnadigungsantrages, gestellt von einem Mann, der seit einem Vierteljahrhundert inhaftiert ist, seine Mindesthaftzeit aber erst im Jahre 2009, also in 2 Jahren, verbüßt hätte. Angesichts dieses Missverhältnisses drängt sich die Frage auf, was eigentlich die Gemüter an den letzten RAF-Häftlingen so sehr bewegt.